oben. Platz 5 spielen die Franken, Nürnberg und Greuther Fürth. Aber vorher die Halbfinals, nämlich jetzt Wackerburghausen gegen Augsburg. Und dann haben wir das nächste Derby, nämlich 60 gegen Bayern. Ihr könnt ihr mal die Tabelle bekannt geben jetzt. Also schon in das Halbfinale gehen, das will sich auch nicht so lange, wenn ich meine Beiträge stören, denn jetzt geht es um den Einzug ins Finale und das sind natürlich super Spiele. Interessant übrigens, in der Gruppe A fielen 55 Tore und in der Gruppe B 20. Da hatten manche Mannschaften viel Pech wie Red Bull, die fast immer nur 1:0 verloren haben. Da ging es wirklich hin und her, 1:0 mit Abstand das häufigste Ergebnis. Aber jetzt erstmal volle Aufmerksamkeit auf Wackerburghausen gegen den FC Augsburg. Wer zieht ins Finale ein? Gut, Tarek. Jetzt mit dem Spiel ihn. So, ganz kurz zwischen rein, die Endtabelle der Gruppe A. Erster wurde SV Wackerburghausen mit 10 Punkten und 14:5 Toren. Ja, passt. Zweiter, FC Bayern München, 9 Punkte, 24:4 Toren. Dritter, Greuther Fürth. Mit 7 Punkten, 13:4 Toren. Vierter, Wacker Innsbruck mit 3 Punkten, 13:12 Toren. Fünfter, Gauting SC mit 0 Punkten und die Torzahl kann ich jetzt nicht lesen. Wir kommen zur Gruppe B. Erster, TSV 1860 München. Gut, Tarek. 12 Punkte, 5:1 Toren. Sehr knapp, minimalistisch. 12 Punkte. Dann zweiter FC Augsburg mit 9 Punkten und 4:2 Tore. Dritter, 1. FC Nürnberg, 6 Punkte, 8:3 Tore. Vierter, Red Bull Salzburg, 3 Punkte und 1:3 Tore nur. Also das ist der Kampf rausgegangen. Und wie gesagt, fünfter SV Halle, 0 Punkte, 1:11 Tore. Damit aber wieder jetzt zum Halbfinale 1:0 für den Augsburg gegen Wackerburghausen. Ah, schade. Thank you.
Tarek, deiner, komm. Komm, Tarek. Spiel ihn doch rüber. Noch eine Information zum Tippspiel. In einer halben Stunde ist es ausgewertet. Ja, jetzt müssen wir noch der Deutschen Gewinner. Sie brauchen keine Angst haben. Sie haben ja ihren Abholschein. Wir rufen alle Gewinner auf. Und Sie brauchen jetzt noch nicht sich anstellen oder so. Also jeder kriegt seinen Preis, den er auch verdient. Die ersten drei werden übrigens erst kriegen ihre Preise erst an das tolle Fahrrad vom Rathaus Starnberg. Wir kommen jetzt erst bei der Siegerehrung. Ja, gut, Jonas, drei, Jonas. Die haben noch einen großen Auftritt unten auf ihrem Parkett. Hinter dir, Noel! Vor.
Pokalfinale in der Bundesliga der 1860 München und Bayern München. Jonas!